Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Pharaoh Dynasties mit Babylon. Ja, jetzt ist das eingetreten, was ich befürchtet habe. Unser Sohnemann Silber wird jetzt hier gerade eben angegriffen und das können wir nicht kämpfen. Wir müssen uns leider zurückziehen und müssen warten, bis der Vater mit dazugekommen ist. So, wir können eine weitere Bestrebung wählen. Grenzen. Welche Grenzen? Stellt sicher, dass diese folgende Fraktion zerstört oder konföderiert wurde. Daran arbeiten wir. Ja, genau daran arbeiten wir. Eine eurer Vasallen in eure Dynastie aufnehmen oder erobern. Nee, wir machen das mit der Zerstörung von denen hier. Das ist auch genau unser Anliegen. They chose me and I agreed. Das ist genau das, was wir vorhaben. Gather information. Wir holen uns jetzt erstmal hier den Unterhaltsbonus. Hier habe ich irgendwie noch gar nichts, leider. Okay, das heißt, wir stellen uns jetzt hier nochmal ganz kurz dahin und dann können wir nächste Runde jetzt hier attackieren. Also gut, der Bub hier kann gerade eben leider relativ wenig tun. Solange die jetzt hier so quasi kollektiv beieinander stehen, geht dann nicht so viel. Also gut, dann gehst du jetzt hier erstmal wieder ins Wasser und dann gehst du wieder auf deinen eigenen Grund und Boden. Jetzt stehen wir wieder in Malk und in Malk regenerieren wir jetzt erstmal nochmal ganz, ganz kurz. So, Babylon. Wie geht's Babylon? Babylon hat es fast geschafft, jetzt hier die... wow, ist das teuer. Also wegen einer Runde würde ich jetzt hier nicht so viel ausgeben. Hier seine Einheitenrekrutierung deutlich zu verbessern. Ich bin deswegen jetzt auch der Meinung, ne, ich will das jetzt hier wieder auflösen. Das brauchen wir hier einfach nicht mehr. Das bisschen Gold, was wir dadurch generieren, ist jetzt hier den Aufwand, ehrlich gesagt, nicht wirklich wert, wenn ihr mich fragt. In Ur. Ja, da müssen wir immer noch warten. Was heißt warten? Also, eigentlich will ich gar nicht so lange warten. Den Stein haben wir schon. Jetzt müssen wir bloß noch das Gold zusammentrommeln. Ich will mal gerade mal gucken, welche der Fraktionen haben eigentlich... Gold. Bag of gold or bronze blade. Die hier zum Beispiel haben Gold. I am destined to rule. Oder die hier. You have always been the better leader, Adam. Warte mal, ich will mal gerade mal gucken. Hast du 1000 Gold? Der hat 1000 Gold. Was ist, wenn ich dir 1000 davon biete? Und 2000 Nahrung. Und schon reden wir, Freunde. Na, ihr seht, so komme ich hier vielleicht voran. 20, 30, 200. Ne, 200 war zu viel. Also 150, 40, 45, 46. Ich finde, das ist ein fairer Deal. Oho, ist das... So, und jetzt brauche ich halt nochmal über 1000 Gold von irgendeinem anderen Wicht. Everybody has their duty. True master of the arts. Jetzt interessiert er sich auch plötzlich für Gold. Lull. How long will the world last? Bag of gold or bronze blade? Ja, du nicht. Bag du of nicht. Gold or bronze blade? Ich werde die 10.000 correct actions. Möglicherweise ist... Strong-worded letter, perhaps? Er hier der Richtige für meinen Deal. Hä? Ach so, ich bin ja im Krieg mit ihm. Ja, Entschuldigung, dann... Bright ideas for down. Make your statement and be gone. Dann habe ich nichts gesagt, wenn wir gerade eben im Krieg sind. Also, hast du auch 1000 Gold? Ja, aber das wird er nicht, glaube ich, so gerne abgeben, so wie ich das hier gerade eben sehe. Nee, also das ist sehr unwahrscheinlich, die wie... Wobei, man könnte versuchen, ob es vielleicht 500 sind? Nee, das sind ja absurd hohe 500. Na, ihr seht, das schießt so dermaßen nach oben. Also so unwichtig scheint ihm dann Gold auch nicht zu sein. Ich werde in die Geschichte. I am destined to rule. Mit dem habe ich halt dummerweise gerade Krieg, ne? Ja. I take everybody. How long would the future bag of gold
Or Bronze Blade. I know your diplomacy is a calculated one, Adam. Probieren wir es mit dem Typen hier. Oh, 117. Kann ich wenigstens 500 irgendwie herbekommen? Ich biete mal 1000 Holz. Ja, mit 1000 Holz kommen wir an die Sache schon sehr gut ran. Jetzt gucke ich mal, wie viel Holz ich ihm bieten muss. Was ist, wenn ich dir 2000 Holz biete? Wie viel Gold kann ich aus dir rauskitzeln? Ja, es geht schon in die richtige Richtung. 780 Gold für 2000. Ja, das ist doch gut. Let us do business again next time. Und jetzt brauche ich halt nochmal so an die 500 Gold. True, ma. Nothing passes me. Bag of gold. Everybody. How long will the world last? Das werde ich doch irgendwo herbekommen. Everybody has their duty. Ich werde diese 10,000 correct action. You are either foolishly persistent or the future. You despicable fiend. What do you want? Ich finde, die reden echt ein bisschen viel, wenn ihr mich fragt. Die hören überhaupt nicht auf zu sülzen. Ja, 2000. Also wie gesagt, mehr, so viel brauche ich ja ehrlich gesagt gar nicht. Ja, dann haben wir jetzt hier unser Gold zusammen und können dieses mega geile Ding da bauen. 60, 70, 80. Ja genau, 980 Holz für 500 Gold. If only. Ausgezeichnet. Dann haben wir in Ur alles gebaut. Achso. Ja, in 2 Runden. Gut, dann hätte ich es auch sparen können. Toll. Ein königlicher Erlass ist verfügbar. Wir machen jetzt nochmal 10% mehr Material. Wir machen jetzt hier noch mehr Legitimation durch den Gott für hohe Gottstufen. Wir haben hier nochmal 7 Punkte. Na, ich mache jetzt hier all diese Zivilgesetze durch, so schnell ich es kann, sofern es mir möglich ist. Hofaktionen sind noch verfügbar. This court is a sanctum of wisdom and reason. Ich trage nochmal mit dem hier. Watching crops grow is more interesting than this. Wie können die zwei Sachen gleichzeitig gegen mich machen? Also das Erpressen hier könnte sogar fast gelingen. Das ist überraschend. Ja, wie gesagt, ich kann immer noch keinen Außenposten bauen. Ich kann aber endlich jetzt hier diese Siedlung verbessern. Nein, das kann ich nicht. Dann sind meine Steine wieder weg. Ich könnte es, aber ich mache es nicht. Weil dann sind meine Steine weg. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja in 2 Runden dieses andere Ding bauen. Ich meine, im Zweifelsfall bauen wir beides gleichzeitig. Ne? Ich mache ja auch einiges an Steinen. Aber ich werde jetzt nicht hier mir wieder selber ein Bein stellen. Du hast doch wohl einen Vogel. Der will einfach meine 2000 Steine hier haben. Sag immer, hey, gib mir mal alles, was du hast, dann können wir nicht Angriffspakt haben. Mhm. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal deine Hauptstadt, dann bist du vielleicht nicht mehr König. Da drüben, mein Freund. Soon the future will be mine. So, hier gibt es immer noch eine Hofaktion. I rule here, so you will listen to me. Also das Diskreditieren ist auf jeden Fall gescheitert. Jetzt ist halt die große Preisfrage. Was kann ich hier noch tun? Ich könnte ihn aus dem Hof werfen, das kostet aber dann Gold. Königliche Schmähung. Wie viel würde er denn bekommen? Der würde sehr viel bekommen. Aber 500 Gold dagegen einzusetzen, ist halt lächerlich. Komplott schmieden, absetzen. Nee. Unterstützen, tratschen. Der Komplott ist hier von Scheitern sofort. Das ist billiger. If you came for small talk, seek the servants instead. Das ist auf jeden Fall billiger. Als die 189 Gold zu verbraten. So, ich habe nochmal 2 weitere. Jetzt kann ich mit ihm nochmal ein weiteres Gesetz besprechen. What is the news from Babylon?
Und hier nochmal eine Runde tratschen. In this place, LOL! In a position of strength or weakness. Der hat versucht, mich umzubringen. Ich glaube, solange sie mal versichern, muss ich was gegen ihn unternehmen. Wir sind jetzt hier wieder unter die 800 gefallen. Es ist doch einfach zum Mäusemelken. Also gut, wir können jetzt theoretisch das hier machen. Das ist aber sehr, sehr teuer, ne? Das wissen wir. Das hier bringt mir, glaube ich, diese Sklavenkämpfer. Warte mal, das sind diese... Genau, diese Siluhu-Speerträger. An und für sich etwas, was ich ganz, ganz gerne haben wollen würde. Aber ich schau mal gerade eben nochmal. Also du machst hier nur ein bisschen Nahrung, aber ich... Eigentlich möchte ich, dass das hier der Ort ist, an dem ich meine Armeen rekrutiere. Rekrutierungsplätze plus 1, Rang bei der Rekrutierung. Das ist ziemlich, ziemlich nett alles in der Kombination. Königliche Offiziersschule wäre auch nicht so schlecht. Ja, und das hier würde mir halt am Ende noch Legitimation bringen. Inzwischen durchaus interessant. Aber wir machen trotzdem das hier. Weil vielleicht kann ich ja später sogar aufhören, hier jede Menge Nahrung zu machen. Wir machen ja inzwischen schon jede Menge Nahrung. So, dann kann ich schauen. Plus 1 in 2 Runden. Immer noch plus 1 in 2 Runden. Okay. Was kostet es, das hier auszubauen? Es ist nicht so übertrieben teuer. Im Zweifelsfall kann ich den Stein auch wieder reinhandeln. Ne? Dann sorge ich jetzt halt einfach dafür. Das sind alles auch noch Kulturzentren, damit ich jetzt hier quasi gegen den Verfall der Welt ankämpfen kann. Gibt hier immer noch jede Menge beschädigte Außenposten, da kann ich nichts machen. Es gibt einen weiteren Fertigkeitspunkt für Silber. Oder warte mal, ist der nur für Silber? Oder kann ich den auch den Daddy-O geben? Nee, der ist tatsächlich für Silber. Also die sind zufällig. I am destined to rule. Die sind wirklich zufällig, das ist cool. Rekrutierungsplätze, weniger Unterhalt für die Armee. Ja doch, einmal. Wow. Noch mehr Nachschub, sofern notwendig. I am a Kassite. Okay, wir müssen jetzt erstmal den Laden jetzt hier hops nehmen. Und tschüss. A flawless martial performance. In dem Fall nehme ich die Verlustverstärkungsrate. Niederbrennen. Quite predictable. Und wir marschieren weiter auf die Stadt zu. Say your prayers. Ja, sprecht mal besser eure Gebete, Freunde. Produktion, nee. Raubzug-Einkommen, nee. Das hier würde mir halt... einfach nur noch mehr Bewegungsreichweite bringen, ne? 13, Bewegung, im Marsch kommen wir da halt schnell voran. EP durch Gefechte, Nachschub nach Gefechten. Unterhalt, diese Armee für Stufe 1 und 2 Einheiten. Weiß ich jetzt halt nicht, was ich davon zu halten habe. Lasst uns mal einfach nochmal hier die Kosten für die Armee senken. Der was? Entschuldigung, ich weiß. Das ist halt der andere Sprache. Duty calls. Wisst ihr was, wie wir es machen? Better than walking. Ja, natürlich besser als laufen. Du wirst deinem Daddy in der nächsten Schlacht jetzt hier joinen. Ja, hier sind jede Menge Baumöglichkeiten, aber ich kann es halt dann doch nicht umsetzen.
Also Hammurabi, der Gesetzgeber, das kostet inzwischen 5. Das bringt es mir leider nicht mehr so wirklich. Dann beenden wir mal die Runde. Und wenn wir jetzt endlich ein bisschen Frieden haben und ein bisschen, ja gut, Kuduru. Oh, was ist jetzt los? Wieder ein Bürgerkrieg? Frieden ist ein empfindliches Gleichgewicht. Doch wenn sich Brüder gegen Brüder wenden, gelten Tugenden nichts mehr. Das sind Ägypter, oder? Und Blutvergießen ist unumgänglich. Oder Hethiter? Nee, das sind eher Hethiter. Das sind die Hethiter. Entschuldigung, was rede ich denn da? Ich meine, das sind die Hethiter. Maximal die Kanaanäer. Naja, wir bekommen ja gleich noch die Meldung, wenn wir dann wieder in der Runde sind. Sag mal, wie oft willst du eigentlich noch die Sachen... Oh, der ist jetzt hier im Hinterhalt. Nice try, Buddy. Kann ich dazu bloß sagen. Sehr netter Versuch, jetzt hier bei Anat in den Hinterhalt zu gehen. Sag mal, was stimmt mit euch nicht? Als ob ich euch jetzt hier 1000 einfach so geben würde, nur dafür, dass ihr mich nicht angreift. Ihr greift mich doch sowieso an, wenn ihr das wollt. Oh! Wir werden angegriffen. Ja, da ziehen wir uns dann doch noch mal besser zurück, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen können. Da wollen wir, wir kämpfen nach unseren eigenen Bedingungen. Also, ja genau, hethitischer Bürgerkrieg, alles klar. Die Hethiter, die spielen Bürgerkrieg. Und wir werden nun diese Stadt jetzt hier erstmal wieder belagern. Du kommst da ran, ne? Ja, du kommst da ran, du kannst den jetzt hier wegjagen. Also, wir umkreisen jetzt hier erstmal die Stadt. Momentan haben wir noch keine offizielle Chance. Aber jetzt kommt wieder mal so ein klassischer Total War Trick 17. Jetzt greifen wir den hier an. Und für den sieht es jetzt hier halt echt duster aus. Yep. Resolve is unyielding. Das war nicht so gesund für ihn. Ja, wir holen uns jetzt die Verlustverstärkung. Wir haben schon genügend Macht bekommen. Und jetzt dürfte die Situation eine andere sein. Ja, hallo. Ihr habt jede Menge Wurfspeereinheiten und ein paar Bogenschützen. Wir haben schon eine Weile wieder keine Schlacht selber geschlagen. Schon gar nicht eine, die so viele Truppen hat. Wisst ihr was? Komm, wir spielen diese Schlacht. Weil ich weiß, dass natürlich der eine oder andere auch ganz, ganz gerne diese Schlachten sieht. Und wir nicht immer nur berechnen. Und ich werde jetzt hier natürlich erstmal versuchen, den Feind einfach zu Klump zu schießen. Denn er hat zwar theoretisch eine sehr, sehr gefährliche und brutale Wurfspeertruppe. Aber denen fehlt eine Sache ganz besonders. Reichweite. Ich will keinen Sturm. Was soll denn die Kacke? Okay, wir haben eine eingeschränkte Sicht und ansonsten wird es gleich bleiben. Aha, das ist ja, ey, das ist mal richtig intelligent. Ohne Witz, das habe ich diesem Spiel gar nicht zugetraut, dass die jetzt hier so ein Hügeldorf haben. Im Gegensatz zu früher, ne? Ihr erinnert euch vielleicht, unsere aus meiner Sicht absolut berechtigte Kritik darüber, dass diese blöden Siedlungen immer in irgendwelchen Kuhlen waren. Man sich gefragt hat, sag mal, haben die Entwickler sich irgendwann mal damit auseinandergesetzt gehabt, wie man in dieser Zeit verteidigbare Siedlungen gebaut hat oder nicht? Inzwischen haben sie es wohl. So. Nein. Dich will ich zurückziehen. Dann gehst du noch dahin und du noch dahin. Den Streitwagen stellen wir noch da. Dahin und dich noch da. Ja, ich sag mal, Feuer frei ist jetzt erstmal nicht aktiv. Und das hier auch nicht. Jetzt starten wir erstmal.
Da drüben ist der Turm. Ich sehe den Feind noch nicht. Da ist er, okay. Also, ich ziehe jetzt hier mal gerade eben die Truppen hier in die entsprechenden Einheiten rein, von denen ich der Meinung bin, dass sie zusammenhängend sein sollen. So, ihr geht dahin. Dann packe ich euch auch in die 1. Und dich noch in die 2. Oh, der Vater hat inzwischen graue Haare. Stelle ich gerade eben fest. So, du gehst jetzt mal davor. Die gesamte Gruppe Nummer 1 rückt hierhin vor. Ihr geht dahin. Und ihr noch dahin. Der Pfarrer hat tatsächlich graue Haare bekommen. Sehr nettes Feature. Also mein Plan ist es jetzt hier natürlich die Wurfspeereinheiten jetzt hier erstmal zu dezimieren. Jetzt kann ich nur hoffen, dass wir hoch genug schleudern können. Wir nehmen jetzt hier die Stellung ein und werden jetzt hier auf die hier schießen. Ich habe keine Ahnung, warum der jetzt vorläuft. Wisst ihr was, was wir machen? Wir machen hier schwere Steine und schießen jetzt erstmal auf die da. Warum rennst du dumm vor? Ja, die schweren Steine spüren sie schon hier. Das muss man ihnen lassen. Okay, wir gehen jetzt mal da drüben hin. Ich habe das Gefühl, das ist gesünder und sinnvoller. Der hat nämlich hier gerade überraschend viel Schaden bekommen durch den Beschuss. Halt! Feuer frei! Ja, jetzt schießt doch, verdammte Axt! Also manchmal funktioniert das nicht so, wie es soll. Das merkt man. Nee, ich kann nicht auf sie schießen, ey. Ohne Witz, es ist so lächerlich. Ich kann teilweise nicht auf sie schießen. Also unser Plan muss jetzt sein, da hoch zu marschieren. Und jetzt... Also jetzt müsste es ja klappen. Entschuldigung, also wenn ich sie jetzt nicht treffe, dann weiß ich auch nicht. Ja, und jetzt fressen sie auch ganz schön hier. Die Narren hier. Wusch. So, die nächste Gegnereinheit. Oh, da kommen welche. Die wollen es wissen. Die wollen es wirklich wissen. Die stürmen wirklich aus der Siedlung. On the move. No hesitation. Das ist hochgradig interessant. Okay, ich schicke jetzt hier mal die Sklaveneinheiten schon mal in den Nahkampf. Lul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 . Von da kommt nichts, nee. Dann könnt ihr hier schon mal zumachen. Ich erlaube jetzt das Schießen. Also ihr nehmt diese Position ein. Hier, die Pferde fliehen schon teilweise. Ich kann auf jeden Fall sehen, dass ihr jetzt hier gleich hops gehen werdet, Freunde. Ich hab's geschafft, jetzt hier so einen Kessel zu erschaffen. Also gut, wir greifen jetzt doch mit denen jetzt hier schon mal an. Dumm rumstehen kann ich auch ein andermal. Honor the gods. Break them.
time to move! Blades! Rend der Flesh! Law of the Universe! Wir machen jetzt hier wieder so einen Bogenschuss, den ich jetzt hier gestatte. Und sag auch das. Nee, warte mal, ich mach schwere Steine. Genau, die sollen einfach schwere Steine abfeuern. Wir sind jetzt hier gebunden. Die machen leider nicht viel. Ich schicke sie jetzt in die Offensive. Die machen leider nicht viel. Die schicke ich jetzt auch rein. Ihr macht nicht viel. Ihr könnt da drüben angreifen. So, die fliehen. Das ist gut. Jetzt können wir in diese Richtung noch attackieren. Observe your opponent. Towards that place. Jetzt stellen wir uns mal dahin. Ich habe ja einige Fähigkeiten am Start. Ich denke mal. Wir machen jetzt mal Attacke auf diese Einheit hier. Und dann will ich die hier noch in die Flucht schlagen. Genau, jetzt fliehen die hier nämlich. Dann fliehen hier gleich noch mehr von denen. Und wir können die jetzt hier attackieren. Und niedermachen. Schilde hoch muss ich, glaube ich, gerade eben nicht machen. Jetzt wäre es ganz sinnvoll, glaube ich, die restlichen Fernkämpfe von ihnen jetzt hier im Nahkampf noch zu binden, bevor sie jetzt hier noch mehr Ärger machen. Das ist ja nur noch ein heilloses Gemetzel jetzt hier. The gods guide us. Nothing can stop us. Primed for battle. Put their eyes out. Fear me. Tremble before us. Der erste General von ihnen ist schon tot. Der zweite wird's gleich sein. Get back. So wie der jetzt hier gerade eben niedergeschmolzen wird. Ja, also die feindliche. Ich habe keine Ahnung, warum die diese Position verlassen haben. Wir haben gewonnen. Warum sind die rausgekommen, die Narren? Es ist beinahe so, als ob sie sterben wollten. Schlau war das nicht. So, tatsächlich sind wir jetzt hier schon ziemlich alt. Also wir sehen, dass hier wohl ein Generationswechsel in absehbarer Zeit stattfinden könnte. Aber nicht vergessen, ne? Wir haben ja immer noch den Altersschwäche-Bonus. We made the gods smile today. Das war viel Zeug. Wow. Ja, nett. Also, wir besetzen die Siedlung. Und das war, glaube ich, ihre letzte... I will guide these people. Wahrscheinlich ihre letzte Streitmacht. I get things done. They call me King of Babylon, and that is who I am. So, wir haben einen weiteren Titel freigeschaltet. Ja, wir holen uns noch das hier mit der Verlustverstärkungsrate. Also uns stehen jetzt eigentlich alle Sachen zur Verfügung. Jetzt muss ich nur noch die Sachen jetzt hier jeweils nochmal um +2 erhöhen. Aber was nehmen wir denn jetzt hier noch mit rein? Hinterhalt, nein. Feindliche Armeebewegung auf Land, nein. Einfluss, nein. Weniger Nachschub, weiß ich nicht. Raubzugeinkommen. Bewegung, Wiederherstellung nach Gebet. Das wäre nicht schlecht. Genau, mehr Einfluss. Und feindliche Armeen und Flotten sind langsamer. Finde ich gut. Oh, endlich. Oh, endlich, Leute. Ein Holzschild. Endlich haben wir ein Schild aus Holz. Das kennen wir gar nicht. So, dann bekommt der Bub auch einen Holzschild. Ist das schön. Ich gebe dir aber jetzt tatsächlich eher noch die Keule und nicht den Speer, ne? Dann bist du nochmal ein bisschen tödlicher. Du hast auch einen Level-Up, darf man nicht vergessen.
wir haben ja auf das ja so ein bisschen abgezielt gehabt, ne? Also, wir nehmen das hier noch mit rein, reduzieren nochmal den Unterhalt für die Armee. Das mit dem Wachstum der Arbeiterschaft ist ja natürlich dann immer ein bisschen schmerzhaft, aber das ist ja auch eher für eine Truppe gedacht, die wirklich angreift. So, mehr Stein. Wir haben bereits hier, wie ihr sehen könnt, hier das Bezirk, den Bezirk der Steinmetze, die Steinmine. Wir könnten jetzt hier theoretisch Einheiten jetzt hier rekrutieren. Die Frage ist, ob ich das möchte. Arkadische Stürmer. Die hätten schon was für sich. Oder wir nehmen hier nochmal ein paar Siluhu, weil an und für sich fand ich die Siluhu bis jetzt auch nicht so schlecht. Und die kosten uns nicht viel. I see comrades with vision. Und jetzt kann er noch zwei Einheiten aufnehmen. Your hearts sing for blood? Come then. Puh. Ja, komm, ich gebe dir nochmal ein paar Stürmer. Und dann werde ich jetzt nächste Runde das hier abreißen. Und jetzt müsste ich eigentlich hier in Ur das endlich bauen können. Nee, kann ich immer noch nicht. Weil es immer noch eine Runde dauert. Nein, dauert immer noch eine Runde. Ich habe das Gefühl, es sind mehr so Schätzungen. Als wirklich echte Angaben. I welcome all to my court, as long as they show decor. Oh! Haben wir einen neuen Sohn? König von Elam. Moment. Haben wir wirklich jetzt einen weiteren erwachsenen Sohnemann? Tatsache. Dungi. Der Dungi ist da. Der ist ein Zauberlehrling. Und Dungi ist nicht Dungi, ne? Dungi wird jemand anders werden. Der ist tapfer, inbrünstig, Chance, ein Kind zu bekommen, ist höher. Er ist ein Zauberlehrling. Und das. Wir müssen ihn auf jeden Fall mit irgendjemandem verheiraten. Das wird der stille Wolf. Und ich werde ihn natürlich auch sofort aufstellen. Hier in Babylon. So, da ist er. I have carried the burden of my duty for a long time. Autsch, die Verwaltungsstufe haut ganz schön rein. So, das ist, wie gesagt, stiller Wolf. You did it. Oh. Okay, das ist jetzt die Waffe, die Daddy-O gleich bekommen wird. Standarte von Haltamti. Unterhalt dieser Armee ermöglicht Nachtkämpfe. Oh, das finde ich gut. Weihrauch, Baukosten für religiöse Sachen. Rekrutierungsmeister. Arbeiterschaftskosten für die Rekrutierung. Warenregister. Warenregister. Ist es im Grunde egal, was ich nehme. Nichts davon ist jetzt unbedingt super. Mehr Sichtweite, Unterstützungschance für diesen General Ägypten. Mehr Einfluss, eine ägyptische Liebschaft, Speer. Ja, ich gebe dir mal nochmal einen Speer und nochmal diplomatische Beziehungen. Dann bekommst du noch einen gewöhnlichen mittleren Schild. Eine gewöhnliche schwere Rüstung. Oh, das ist nicht so schlecht. Dann hast du noch den minoischen Speer jetzt hier. Dann hast du auf jeden Fall eine schwere Truppe. Wir nehmen auf jeden Fall als allererstes das da und gehen volles Programm auf das. Und dann gehen wir hier weiter. Okay. Jetzt hat immerhin der Rang der Generäle nochmal plus 1 bekommen dadurch, ne? Insgesamt. Also, ich muss jetzt mal dringend da reingucken, denn ich habe das Gefühl, Nahkampfschaden diese Armee für die Leibwächtereinheit. Sichelförmige Axt, Bonus gegen Schilde. Gewichtige Axt. Ne, wir nehmen natürlich diese legendären Items hier auf jeden Fall. Und dann haben wir noch diese Standarte hier.
aber nur diese Haltami-Einheiten haben dann diesen... Ah, I see. Da muss ich gucken wegen den Haltami-Einheiten. Da muss man immer genau gucken, ey. Immer wieder genau gucken. Ich will noch mehr Sichtweite haben. Aber immerhin habe ich jetzt hier diese Inshushinax-Begräbnis-Axt bekommen. Plündern und Raubzug nochmal 50% mehr. Das ist voll cool. Nahkampfschaden ebenfalls auch noch mit... halt für die Leibwache selber. Ne? Die Leibwache haben jetzt hier... Ja, einen brauchbaren Wert. Ich bin schon wieder bei 35 Minuten. Was ist los mit mir? Ich versinke in diesem Spiel. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Ne? Tschüss und Ade.